habe schon ein paar Abfahrten hier gemacht in Bad Ems. Leute, herzlich willkommen in der Saison 2021. Ich zeige euch jetzt ein wenig zurück in die Zukunft. Und zwar den Saisonabschluss von 2020 in Bad Ems. Mit dabei waren der Dennis, der Frank, die Nicole, Stefan und der andere Dennis. Okay, der andere Dennis war auch dabei. Ja, das ist jetzt Intro und Outro zugleich. Ihr kennt das ja, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Und abonnieren nicht vergessen, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat. Und ja, dann sehen wir uns auf der nächsten Tour, weil Park wird es ja keine geben. Also bis dahin, ciao, ciao, bye, bye. So, okay, dann klemm dich mal hinter mich. Ich mach mal nicht ganz so schnell. Ja. Okay, Holz sieht gut aus. So, okay. Wo ist Nicole? Ich habe gar nicht mitgerechnet. Okay. Nee, ich dachte, das wäre was anderes. Okay. Ja. So, hier ist ein Wallride. So, einmal warm fahren. Da war ja mitten im Holz, war ja nicht gut. Ja, genau. Ja, das haben wir ja gesagt. Ja, legen Sie am Arsch, da. Die sind nicht normal hier. Warum sind sie wieder leid, hey? Ah, ich hänge mir. So, bis hierhin. War das alles relativ easy zu fahren? Cool. Richtig nice. Jawohl. Ja, ich hätte mich bei dem großen Drop fast gesammelt, aber. Echt? Ja, ich habe was vergessen. Was denn? Die Füße aus. Nein, ehrlich? Ich war so langsam. Und es ging nur. Fupp. Oh, zum Glück. Ich bin einfach nur gefallen. Oh. Ja. So, der ist auch gut machbar. Na, das lassen wir mal. Diese Step-Ups sind einfach irgendwie nur scary. Mann, ey. Was ist denn los? So, jetzt kommen diese komischen Bumps hier, wobei ich immer noch nicht weiß, was die sollen.
Das ist das Ding, was ich meine, ja. Da kriege ich echt den hier. Wenn da einer gucken will. Ja, pass auf, ich guck mir das mal an. Puh. Auf den da? Das gucke ich mir jetzt mal an. Aber der Gap ist nicht so groß. Dann kriegen wir das auch hin. Weißt du, was so erschreckend ist? Du fährst darauf zu und du siehst nichts. Also wie beim Drop im Prinzip. Nein, nicht ganz. So. Das sieht aber sehr smooth aus. Und jetzt ziehen wir da das Gap, oder? Muss mal gucken. Nach dem Anlieger laufen lassen. Rollen lassen, Finger weg von der Bremse. Bisschen nach hinten. Was? Da meinst du unten? Ja. Ich. Komm, fahr. Fahr. Tut's. Und er hat's getan. Ja! Ja! Digga! Sehr gut gemacht. Sehr smoothie auch. Ja, super. Danke, danke. Hopp. Oh, scary. Du hast das Gefühl, du bist Ewigkeiten in der Luft. Boah, das ist mir echt die Pumpe stehen geblieben quasi. Stehen, ja. Geil. Oh. Danke. Ganz kurz der Gedanke. Nein. Und dann hab ich gesagt, nein. Geiles Gefühl. Ja, weiter. So, okay, ich habe für heute mein Soll erfüllt. Hat er gut gemacht. Hat er richtig gut gemacht, der Kerl. Weil ich immer ganz jetzt wieder. Vor allem beim Essen. Dauert noch ein bisschen. Ah, nein! Ah, Scheiße! Ich gebe mir Mühe. Wow. Hier gibt es nichts zu sehen. Ja, gucken wir uns mal an. Ich habe den Step Up. Ich habe nur den Drop hinten raus gesehen. Der ist ja okay, aber der Step Up. Frank meinte, der ist muss schon ordentlich Speed haben. Du kannst auch ruhig zu kurz bringen. Solange du das vordere Umfang verkannt hast, ist egal. Den ersten. Oh, den
vorderen Reifen. Ja, geht. Das ist immer so ein bisschen scary, das Stück. So. Jetzt über Steinfeld. Ah, das ging diesmal besser wie beim ersten Mal. Oh, ich hasse diese Tables. Das ist nicht meins. Okay. Also an sich, vergiss nicht, wenn du von hier oben rollen lässt. Von hier oben einfach laufen lassen. Boah, der war jetzt aber close to the edge. Aber das ist gut. Ging, ne? Ja. So, Micha hat es hier eben auf die Fresse gelegt. Was sagst du? Was sagt Mr. Frank? Oh, Dennis ist da oben. Warum bremst du da? Richtest du da den Anker vor dem Ding? Weil ich mich da eben fast auf die Fresse gelegt habe und habe wieder denselben Fahrfehler gemacht. Ja, ich bin da deswegen jetzt links dran vorbeigefahren. Ja, ja. Hast du den Anker gezogen, da plumpst du ja da oben mal drauf. Wenn man ja immer genau dieselbe Kacke. Was denn? Bist du nochmal gefahren? Ja, ja. Das nenne ich aber mal Eier. Wieder, wieder da. Wieder zu weit. Sauber. Ja, es muss farblich echt markiert werden. Das heißt, du musst da knallhart einlenken, ja? Du musst da richtig... Oh, ich würde schon rein. Ja, muss schon gut nach rechts rüber, ne? Ich würde dich schon richtig reinlegen. Das war aber knapp, Nicole. Oh. Ja, du hast so ein bisschen den Impuls vergessen. Du hast aber nicht mehr reingetrieben. Ach Scheiße, ständig falle ich von der Pedale, ey.